Dann kommen wir zu unserem Festvortrag. Und ich darf Ihnen ankündigen, Dr. Ramin Asadollahi. Es wurde vorhin schon deutlich, wie vielfältig er unterwegs ist. Und ich sage jetzt einfach ein paar sozusagen Stichworte, um das nochmal klar zu machen. Ramin Asadollahi hat mit 12 Jahren seinen ersten Chatbot programmiert. Er war einer der ersten 20 Computerlinguistik-Studierenden in Deutschland. Er hat dann promoviert über Sprachverarbeitung im Gehirn. Und jetzt kommt schon der Transferaspekt. Er hat Texteingabetechnologie in 72 Sprachen an Nokia verkauft. Er hat ca. 20 Patente im Bereich Sprachverarbeitung. Er leitet die erste Firma, die Dokumente als Bild und Text zusammenverarbeitet. Er ist aber auch externer Sachverständiger der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz des Deutschen Bundestages. Und jetzt darf ich Sie einladen, nach vorne zu kommen. Herr Asadollahi, wir sind stolz, einen solchen Alumnus zu haben. Und ich darf Sie bitten, Ihren Vortrag, Arbeit, eine Bildung, Arbeit, Selbstwertschöpfung, wie künstliche Intelligenz unsere Welt verändert, uns sozusagen zu präsentieren. Und wir sind gespannt, wie es läuft. Der Fußboden gehört Ihnen, wie man so sagt. Es ist natürlich eine besondere Ehre, nach Hause zu kommen und über Dinge zu sprechen, die man liebt und wo auch die Uni Konstanz ein langer Teil davon war. Ich war 8 Jahre hier, habe hier promoviert und war im Sonderforschungsbereich 471 Sprachkontakt mit irgend sowas, Miriam Butt, Brigitte Rockstroh. Ich bin sehr happy, dass ihr auch den Weg hierher gefunden habt. Freue mich sehr. So, das ist aber 20 Jahre her und 20 Jahre sind schon eine ganze Reise, für mich zumindest gewesen. Hier wurde schon gesagt, so ein paar Sachen habe ich gemacht. Ich glaube, ein wichtiges Ding für den heutigen Vortrag ist, wenn Sie heute Ihr Telefon rausziehen und Sie wollen einen Text eingeben, dann gibt es so Buchstaben, aber da oben gibt es auch ein paar Wörter. Sie schreiben einen Text, Sie tippen ein Wort an und danach kommt das nächste Wort. Das habe ich erfunden. Jetzt kann man mich schimpfen und sagen, du bist das, ja, das die ganze Zeit Sachen vorhersagt, die nicht stimmen. Aber wir haben es an Nokia verkauft, es ist in 100 Millionen Telefonen gewesen im ganzen Globus und da kann ich schon ein bisschen mich freuen. Ich habe mir überlegt, wir sind hier an der Uni und künstliche Intelligenz wird überall einen großen Einfluss haben. Und ich beschäftige mich sehr viel damit. Im Moment halte ich fast jede Woche einen Vortrag bei verschiedenen Institutionen über künstliche Intelligenz und die Auswirkungen auch auf Gesellschaft, Gesundheit, Pflegesystem und so weiter. Und natürlich in der Universität ist es besonders spannend, was da denn passiert. Wie viele Leute benutzen denn ChatGPT? Ja, es ist immerhin ein Drittel. So. Die meisten Leute von Ihnen wissen ungefähr, was ChatGPT ist. Ja, genau. Eine Software, wo ich einen Text eingebe und die produziert weiteren Text. Mit dem Text kann ich mich also unterhalten mit dieser Software und sie ist einigermaßen schlau und wir wollen uns fragen, was das eigentlich für einen Einfluss sowohl als auf die Bildung, als auch auf die Arbeit, als auch auf den Selbstwert hat. Das finde ich das Spannendste. Deswegen Buchdruck, da haben wir es geschafft, mit Gutenberg quasi Wissen mechanisch zu replizieren, mit der Encyclopaedia Britannica, zumindest nach meinem Wissen, das erste Lexikon, das Wissen von wenigen Leuten zusammengetragen hat, es aber verteilbar gemacht hat. Dann kam kurze 200 Jahre später quasi das Internet. Viele Leute können Wissen produzieren, auch Quatsch produzieren. Dieses Wissen kann vernetzt werden, hat also ein Problem gegeben, dass man das Wissen nicht finden kann und deswegen gab es Suchmaschinen, die erfolgreichste, wenn auch nicht die neueste oder älteste, ist natürlich Google. Google hat immer das Problem gehabt, dass ich etwas eingebe und dann kommt eine Liste von 2.000-3.000 Artikeln, die ich dann lesen muss und verstehen muss, was ist eigentlich das Relevante für mich.
Gott sei Dank haben wir als Gemeinschaft Wikipedia gegründet. Ich bin ziemlich erstaunt, dass Wikipedia noch so jung ist. In meinem Leben gehört das schon immer dazu, aber tatsächlich ist es erst 2001, also genau als ich noch in Konstanz war, erst entstanden. Und ich fand es sehr erstaunlich, dass ich Wikipedia trotzdem auf ein Telefon runterladen konnte. Das hatte etwa 14 Gigabyte Text in Deutsch. Und das Spannende ist, dass Wikipedia Wissen von mehreren Leuten zu einem Thema zusammenführt. Das, was wir alle nicht sehen, ist, diese Leute diskutieren wahnsinnig viel darüber, ob diese Fakten richtig sind und so weiter und so fort. Das heißt, das ist ein sehr anstrengender Part. Wir konsumieren das alle, aber der Community-Effort, das zu generieren, ist wahnsinnig hoch. Und jetzt kommt ChatGPT daher, natürlich nicht ganz jung. 2017 war das erste Paper, das zu diesem Thema rauskam mit Transformern, übrigens auch ein Deutscher, Uskoreit war auch dabei, der es miterfunden hat, eine der größten Revolutionen in der Computerlinguistik aus meinem Verständnis. Und was das macht, ist, es bringt wahnsinnig viel Text zusammen und hat eine neuronale Struktur, die wiederum Text produzieren kann. Aber im Gegensatz zu meiner Erfindung damals auf dem Telefon konnte das quasi wahnsinnig viel Text sozusagen verstehen, wo ich eine Anleitung gebe, was ich gerne hätte, und produziert dann einen Text, der zum Beispiel einen Forschungsantrag schreibt. Aber das Wissen explodiert. Large Language Models, ChatGPT gehört dazu, beruht auf etwa einem Terabyte Daten, 825. Das ist The Pile. Sie werden das noch ganz oft hören in den ganzen Verhandlungen, wenn es darum geht, dass man ChatGPT Geld abknüpft, weil es Daten benutzt, die ihnen gar nicht gehören, wie zum Beispiel Reddit und so weiter. Und umgekehrt, wir produzieren als Forschungsgemeinschaft wahnsinnig viele Publikationen. In den letzten 20 Jahren hat sich quasi das Aufkommen pro Monat, was wir publizieren bei ArQiv zum Beispiel, verzehnfacht. Das hat zwei Konsequenzen. Erstens, wir haben eine Wissensasymmetrie. Das war auch das, was mich hier in der Forschung immer frappiert hat. Nämlich 1,5 Millionen Artikel werden produziert in PubMed zum Beispiel. Aber ein durchschnittlicher Forscher liest etwa 280 Papers im Jahr. Natürlich muss der nicht alle lesen, aber woher weiß ich denn, welche ich lesen muss? Lese ich die in meiner Blase, lese ich die Gegner und so weiter? Das heißt, wir haben eine Asymmetrie zwischen produziertem Wissen und konsumiertem Wissen. Large Language Models nehmen das auch mit in ganz klein und benutzen viel, viel mehr Wissen, was sonst noch so rumliegt, und pressen das quasi jetzt im Gegensatz zu einem Wiki in etwas, was eben Texte produzieren kann. Und diese Texte, die produziert werden, das ist der spannende Part, sind nicht präzise genau das, was ich vorher reingesteckt habe, sondern da wird abstrahiert. Was mich hier fasziniert, Alpaca ist eines der kleinsten Large Language Models, hat 8 Gigabyte. Es passt auf meinen Laptop, den ich im Mediamarkt kaufen kann. Es läuft zu Hause, wir brauchen keine Riesenmaschinen. Wir haben also das Wissen von der Menschheit, zumindest das, was öffentlich im Internet zur Verfügung steht, auf 8 Gigabyte runter komprimiert sozusagen. Gott sei Dank, seit November 2022 ist es online, es schlägt große Wellen. Die UNESCO hat tatsächlich eine große Anleitung geschrieben, wie wir in der höheren Bildung ChatGPT oder ähnliche Systeme benutzen können. Link ist im Vortrag, können Sie sich anschauen. Da sind viele wirklich interessante Möglichkeiten, eben nicht zu sagen, okay, du lässt deine Hausaufgaben oder deine Bachelorarbeit davon schreiben, sondern wie benutzt du dieses Wissen interaktiv, um quasi dich besser zu bilden. Super spannend, wie ich finde, und notwendig. Aber ChatGPT, ich habe es schon gesagt, ist ja nicht so, dass man nur das Wissen nimmt und zusammenschiebt wie in einer Bibliothek, sondern ChatGPT kann dadurch, dass es eben Deep Learning benutzt, im Prinzip das Wissen, das da eingespeichert wird, auch abstrahieren. In einfachen Situationen haben wir sowas wie, ein Hund ist ein Säugetier. Solche Systeme können auch Kategorien finden, die wir uns gar nicht überlegt haben als Philosophen oder Linguisten oder Biologen, sondern eben nach den Daten, die quasi da draußen auch produziert werden. Aber das Spannende ist, dass eben dadurch, dass der Text sehr, sehr viel sieht von dem, was ich ihm sage und was ich von ihm will, kann es quasi auch an
linguistischen, sprachlichen Handlungen abstrahieren. Es kann also lernen, wie man sich in einer dialogischen Situation verhält. Wenn ich sage, das ist falsch, gibt es ja verschiedene Methoden als Mensch zu antworten. Nee, finde ich nicht. Oh, finde ich doch. Und so weiter, je nachdem, wer mein Gegenüber ist. Und das lernt eben dieses System auch. Wenn ich die zwei Sachen zusammentue, kann es eben auch Handlungen abstrahieren. Viele sagen, große Large Language Models halluzinieren. Ja, stimmt, weil sie eben durch verschiedene Punkte sozusagen in einem Wissensraum auch Punkte finden können, die wir Menschen noch gar nicht belegt haben. Das heißt, sozusagen Large Language Models haben das Potenzial, Innovationen zu machen in einem gewissen Rahmen, Dinge vorzuschlagen. Die Presse geht da natürlich rein und sagt, das ist alles falsch, was das System vorschlägt. Richtig, ist auch kein Problem. Aber das andere ist eben, solche Systeme können auch Innovationen machen. Hier der wichtigste Durchstich sozusagen wurde hier gemacht mit InstructGPT, wo man eben dem System anhand von 52.000 verschiedenen Fragen und Antwortbeispielen genau das beigebracht hat. Wenn ich dir folgende Frage stelle, wie zum Beispiel classify the following animals, plants and minerals, und dann sage ich Input, Oak Tree, Copper Ore und Elephant, dann kann das System quasi lernen, wie man sich in so einer Situation verhält, nämlich man gibt eben der Klasse und dem Wort eine Verbindung. Aber dadurch, dass es das abstrahiert, lernt es quasi wirklich die Klasse dieser Aufgaben zu bearbeiten. Und das ist ziemlich faszinierend. Umgekehrt, wenn ich also dem System alle möglichen Sachen beibringen kann, wie es in gewissen Situationen handelt, kann ich natürlich dieses Wissen im Prinzip auch für alle möglichen Arbeitsstellen benutzen. Im Speziellen Arbeitsstellen, die hohen Wissensumsatz machen. Wir sprechen von Wissensarbeitern. Und Goldman Sachs ist durch die Presse gegangen mit der Aussage, dass im Prinzip sowas wie 60% aller Arbeitsplätze zu 40% mit künstlicher Intelligenz ersetzt werden können. Stimmt natürlich nicht, sondern man kann bestimmte Arbeitsbereiche sozusagen automatisieren mit KI. Das wird sicherlich auch passiert. Aber die Menschen werden für diese komplexeren Arbeiten auch tatsächlich gebraucht. Und das hat natürlich Implikationen sowohl als auf die Bildung als auch auf bestimmte Biografien. Und das wollen wir uns mal anschauen. Zum einen natürlich niedrig Qualifizierte. Das ist ohnehin ein schwieriges Wort, ich würde das gerne auch in Zukunft vermeiden, werden natürlich Arbeitsplätze verlieren, weil deren Handlung sozusagen wird durch KI ersetzt. Ganz oft sind die Niedrigqualifizierten gar nicht bei uns. Das heißt, wir müssen anders mit den Ländern umgehen, die für uns das bisher gemacht haben. Gleichzeitig, wir brauchen immer mehr, hatten wir auch gerade mit Miriam die Diskussion, immer mehr Leute, die ähnliche Sachen wie ChatGPT oder eben die Industrialisierung davon, Produktisierung davon quasi in die Welt bringen. Das heißt, wir brauchen höhere Qualifikation. Und gleichzeitig natürlich kann ich nicht Bildung sozusagen beliebig ausdehnen in der Biografie. Leute können nicht beliebig lang studieren. Daraus folgt, ich muss vermutlich Bildungswege auch schmäler machen, damit ich sozusagen die Tiefe erreichen kann. Gleichzeitig ist mir aufgefallen, man sagt immer, da ist die Dampfmaschine gekommen und ähnliche Sachen und die Arbeit ist immer gleich geblieben, also in der Menge, die Leute sind nicht arbeitslos geworden, das stimmt, aber die technologische Beschleunigung, mit der wir eben Arbeit abkürzen, die nimmt so zu, dass wir bestimmte soziale Auffangsysteme brauchen. Das heißt, Leute werden nicht so schnell umschulen können, wie sie ihren Job verlieren. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt auch für die Politik und die Gemeinschaft. Spannend ist auch hier Bloomberg-Umfrage. Bloomberg ist ja ein Wirtschaftsunternehmen, haben ihre Leser gefragt, wenn dein Kind jetzt studieren soll, was würdest du dem dann empfehlen? Beziehungsweise wenn dein Kind im Kindergarten ist, was würdest du dem denn empfehlen zu lernen? Und die meisten von Bloomberg, Wirtschaftsleute, Finanzleute, sagen, das Kind soll in Healthcare gehen. Ja? Das heißt, das soll nicht das machen, was ich mache, im Kontext von künstlicher Intelligenz. Und das finde ich schon ganz schön spannend. Ja? Das ist so ein kleiner Peak. Ich habe viele Diskussionen auch mit dem Verband der
evangelischen Pflegedienste und so weiter. Das, was wir mit KI in den Pflegeberufen machen können, ist, denen die Verwaltung und die Bürokratie wegzunehmen, dann wird auch die Arbeit wesentlich attraktiver. Die haben nicht das Problem, dass KI denen die Arbeit wegnimmt, sondern die Arbeit ist so unattraktiv, dass wir die Arbeit attraktiver machen müssen. Pflege hatte allerdings schon immer Zukunft. Das ist nicht so, dass KI jetzt kommt und Dinge toll macht, sondern hier sieht man Muscle Workers, die haben abgenommen über die Zeit, weil wir immer mehr Maschinen haben seit dem 18. Jahrhundert. Dafür hat die Pflege sich verzwölffacht und das wird auch meines Erachtens immer weiter zunehmen. Sorry, das ist ein Herzenstopic von mir. Gesundheit mit künstlicher Intelligenz ist, finde ich, das Wichtigste, was man machen kann. Das heißt, wir müssen sozusagen zum einen die Pflegeberufe und ähnliche Gesundheitsberufe, die werden nicht durch KI ersetzt und durch Maschinen. Übrigens, dieses Bild ist geträumt von einer KI. Ich habe da einen Prompt eingegeben. Glückliche alte Dame mit Pflegerin. Und das wurde produziert. Schaut gar nicht so schlecht aus. Läuft auch auf meinem Laptop. Ja. So, aber gleichzeitig, wenn das so ist, dass wir mehr Soziales brauchen und gleichzeitig auch weniger Arbeit passiert, dann haben wir das Problem, dass nicht jeder in einem sozialen Beruf arbeiten kann. Wenn ich mir aber insgesamt anschaue, sozusagen wie viel auch die westlichen Kulturen, wie viel Reichtum wir für uns generieren, dann wird sich möglicherweise in Zukunft sozusagen der Broterwerb von dem, warum ich zufrieden bin, etwas entkoppeln. Und das finde ich spannend. Ja? Das heißt, wir müssen nicht alle Vollzeit arbeiten, um satt zu werden oder uns eine Wohnung zu leisten. Das ist natürlich nicht für alle sozusagen der Fall, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Und wenn dem so ist, dann hat das wieder ein paar Implikationen, weil ich zum Beispiel auch auf die Bildung abgebildet, nicht zwingend nur noch Fakten lernen muss. Mein Schwiegervater war selber Lehrer, der hat es ganz genau gemerkt, wenn die Kinder aus Wikipedia abgeschrieben haben. Ja, jetzt ist es halt ChatGPT. Das heißt, sozusagen das verfügbare Wissen nur abzurufen und dafür zu sagen, ich kriege eine 1, das wird nicht mehr funktionieren. Sprich, aus meiner Perspektive muss Bildung spezifischer werden. Und das ist natürlich ein Gestaltungsauftrag. Und wir haben da ein Dilemma. Ich glaube, wir haben es während Corona gesehen. Zum einen dürfen die Leute nicht überspezialisiert werden. Wir brauchen spezialisiertere Leute, ganz klar. Aber sie dürfen keine Fachidioten werden. Das heißt, wir brauchen eben genau dieses Wissen, wie funktionieren wir als Gruppe, wie räumen wir Konflikte aus, wie tauschen wir Wissen aus, wie organisieren wir Arbeit. Das müssen wir alle, glaube ich, noch viel mehr lernen. Zum anderen sehen wir, dass Zugang zu Wissen innerhalb des Internets auch zu alternativen Fakten führen kann. Und ich glaube, das ist auch eine gesellschaftliche Aufgabe, die wir hier übernehmen müssen im Bildungskontext. Das heißt, und alle diese Folien ändern sich bei mir einmal im Monat, weil ich immer was dazu lerne. Wenn Sie mich nächsten Monat wieder treffen, dann werde ich Ihnen was anderes erzählen. Aber das ist mein Stand in diesem Monat. Okay. Im Moment denke ich gerade Fragen stellen. Meine Kinder sind jetzt in 7. und 5. Klasse. Fragen stellen finde ich super wichtig. Noch viel wichtiger ist hinterfragen. Gar nicht mit negativ, warum sollen wir das überhaupt machen, sondern es geht wirklich darum, woher hast du das Wissen? Stimmt es überhaupt? Wer hat dir das gesagt und so weiter? Große Probleme in kleinere Probleme zu zerteilen, sodass man wirklich Dinge quasi erschaffen kann. Ganz wichtig aus meiner Sicht ist soziale Kompetenz, Kooperation, das zu lernen. Ich sehe, die Schulen ändern sich, das wird viel besser. Die Fünftklässler machen auch schon Lerngruppen und bauen zusammen Referate. Und sich zu fragen, ob wir die richtigen Probleme lösen. Das ist alles, was im Moment künstliche Intelligenz nicht kann. Hier habe ich ein Beispiel aus einer Universität, wo eben alle Leute einmal ChatGPT benutzen sollten. Ist furchtbar schiefgegangen, war aber auch einfach herzustellen, weil ChatGPT eben ganz viel Wissen nicht hat. Hier war die Aufgabe, schreibe ein Essay über Religion in Kindermärchen. Ja, das kann nicht so richtig gut laufen, aber genau das ist der Punkt. Wir müssen mit dieser Technologie umgehen lernen.
Das zweite Ding, wenn man sagt Bildung und dann kriegst einen guten Job und dann baust du dir ein Häuschen und so weiter, ich glaube, das ist nicht alles, bei weitem nicht, sondern wir brauchen soziale Kohäsion, wir müssen zusammenhalten. Technologie ist nicht dafür da, uns auseinanderzutreiben, sondern tatsächlich uns zusammenzubringen. Und wenn wir uns eben anschauen, was nicht nur durch künstliche Intelligenz, sondern durch Automatisierung, Digitalisierung und so weiter, alle möglichen Errungenschaften auch innerhalb der Gewerkschaften passiert ist, ist, dass wir unsere Arbeitszeit von 72 Stunden pro Woche auf 39 reduziert haben. Ich glaube, das ist ein großer Erfolg, unabhängig von künstlicher Intelligenz. Aber dadurch wird auch mehr Zeit frei. Bei mir, die Mitarbeiter in meinem Unternehmen, die haben zum Teil 4-Tage-Woche, 3-Tage-Woche, weil sie Gitarre lernen wollen oder ein Computerspiel schreiben wollen und so weiter. Traditionelle Arbeitgeber sagen, spinnt doch, warum wollen die weniger Geld verdienen? Sage ich, naja, weil seine Zeit ihm viel wertvoller ist, als sie nur in der Arbeit zu verbringen. Das ist was, was sich bewegt, das müssen wir aufnehmen, damit müssen wir arbeiten, finde ich. Und es geht. Was man sieht, ist seit 1999 hier Studie vom Bundesministerium für Familien, Soziales und alle möglichen anderen Buchstaben, zeigt, dass wir, ich weiß nicht, Jugend, ich weiß nicht, was das zweite F ist, keine Ahnung, zeigt, dass wir tatsächlich immer mehr Gemeinschaftsarbeit machen. Das heißt, früher, 1999, haben 30% der Leute im Verein gearbeitet, Kindergärten organisiert und Ähnliches. Und jetzt sind es mittlerweile 39%. Ich weiß, also diese Studie wird alle 5 Jahre nur gemacht. Die Zahl wird auch wieder runtergehen, weil die Gemeinschaftsarbeit leider runtergegangen ist während Corona. Aber ich glaube, man sieht hier ein Muster, nämlich Arbeitszeit geht runter, Gemeinschaftsarbeit geht hoch. Und das finde ich toll. Daran können wir arbeiten. Und ich habe meinen Vortrag extra ein bisschen kurz gehalten, weil ich glaube, dieser super kurze Abriss von künstlicher Intelligenz und was bin ich eigentlich wert, ist es sehr stark wert, auch ein bisschen zu diskutieren, hoffentlich. Und entsprechend, normalerweise höre ich mit diesem Zitat aus von Konrad Zuse, Computererfinder, Deutscher übrigens, ja, es waren nicht nur alles Chinesen und Amerikaner. Die Gefahr, dass der Computer so wird wie der Mensch, ist nicht so groß wie die Gefahr, dass der Mensch so wird wie der Computer. Zu seiner Zeit, 2005, war das noch richtig. Jetzt bin ich gar nicht mehr so sicher. Tatsächlich gibt es ein neueres Zitat von ganz jemand anders, Satiriker, aber Sie haben computergenerierte Bilder gerade gesehen in meinem Vortrag, der sagt, humans doing the hard jobs on minimum wage while the robots write poetry and paint is not the future I wanted. Ich versuche sozusagen in dem Dreieck eine dritte Meinung zu etablieren, nämlich richtig genutzt macht künstliche Intelligenz uns menschlicher und fördert das Gemeinwohl. Und daran will ich arbeiten. Ganz herzlichen Dank an Sie. Ich hatte keine Vorstellung, was da auf mich zukommt. Und jetzt bin ich doch, also Sie haben ja sehr, sehr weit ausgegriffen, also wie wir so uns unsere Zukunft vorstellen können. Und ich habe jetzt am Schluss gehört, Sie würden gerne ein bisschen Diskussion dazu haben. Sehr viel Zeit haben wir nicht, weil wir ja schon ein bisschen überzogen haben von Anfang an. Aber wenn es jetzt hier den Wunsch gibt, nachzufragen, dieser These, die da auch drinsteckt, etwas entgegenzusetzen, dann ist das jetzt möglich und erwünscht, wenn ich das richtig verstanden habe. Bin ich leider 100% Ihrer Meinung. Und das Problem ist tatsächlich, wir sehen es jetzt schon bei ChatGPT. ChatGPT ist eine Firma. Microsoft war so schlau, sich die Hälfte zu kaufen für ein paar Milliarden. Aber die Realität ist, von ganz vielen Playern haben wir genau einen. Wir haben ein Facebook, ein Instagram, ein Amazon, ein Google und so weiter. ChatGPT wird der eine sein. Warum? Weil wir ihn benutzen. Und warum wird der noch stärker werden? Weil wir ihn benutzen. Wir füttern ihn ja die ganze Zeit mit unseren Fragen. Jeder, der das Ding benutzt,
macht einen Account. Das heißt, ich weiß nicht nur, welche Frage er heute gestellt hat, sondern auch morgen und übermorgen. Und ich habe eine ganze Biografie, und zwar eine intellektuelle Evolution meiner Biografie, die ich mappen kann, wie auch das CIA oder wer auch immer dann da Zugriff hat. Das finde ich bedenklich. So, und das ist eine Firma. Das ist vielleicht die Hälfte von Microsoft. Die Idee, dass wir das jetzt, also jetzt können wir in zwei Richtungen diskutieren. Brauchen wir ein deutsches ChatGPT? Viel Spaß dabei, wieder 5 Jahre zu spät. It's not gonna work. Wir haben Google versucht nachzubauen, wir haben Gaia X versucht nachzubauen, alles, viele Millionen verschlungen, immer 5 Jahre zu spät, kein Mensch benutzt es. Sorry to say, also es tut mir leid, weil das sind Steuergelder, die könnten wir auch vielleicht anders benutzen. So, das ist Nummer eins. Und Nummer zwei, ich bin absolut der Meinung, dass genau das Problem ist. ChatGPT hat ganz viele Ressourcen schon eingesammelt, die sind schon auf deren Festplatte. Ob da jetzt Juristen und sonst wer irgendwas sagt, dass wir das jetzt rückgängig machen sollen, es ist schon auf meinem Laptop, jeder kann es benutzen. Das heißt, dieses Wissen, das wir alle zusammen generiert haben, wird zum einen monetarisiert von einer großen Firma, aber zum anderen verteilt sich es möglicherweise auch in Open-Source-Möglichkeiten, wo wir es vielleicht mitigieren können. Aber wir müssen politisch handeln, dass diese Benefits von dieser Technologie, nicht nur der Reichtum, sondern auch der Impact auf Umwelt zum Beispiel. Ich habe letzte Woche eine Diskussion gehabt, was wäre, wenn wir eine Software hätten, die in jeder Umweltmaßnahme nur 3% Improvement macht, statt zu sagen, wir brauchen keine Autos oder wir müssen mehr Züge und so weiter. Politiker können 10 Lösungen diskutieren. Was wäre, wenn alle Maßnahmen ein bisschen besser wären? Das müsste ich ausrechnen. Das kann vielleicht künstliche Intelligenz oder Software-Simulationen, aber nicht einzelne Leute. Dafür müssen wir es benutzen, als Gemeinschaft. Wir müssen, oder die Politik muss, ist natürlich immer, ja, immer einfach gesagt. Ich bin an derselben Stelle gestolpert und dachte mir, ein schönes optimistisches Bild, nicht der Beitrag für Generation Z. Ja? Und wir Alten denken uns immer, ja, wie soll das funktionieren? Also im Moment sieht man, dass im Juni zum ersten Mal ChatGPT die Userzahlen runtergehen. Das heißt, es gab einen Hype und alle haben gesagt, oh, muss ich ausprobieren und so weiter. Und jetzt werden die Leute merken, was es kann und was es nicht kann. Und damit wird es ein weiteres Tool im Portfolio von Menschen, so wie Google und Wikipedia auch. Das Zweite ist, die Technologie hat einen Riesensprung gemacht. Wir haben viel mehr Computing Power, wir haben viel bessere Algorithmen und wir haben wahnsinnig viel mehr Daten als ich studiert habe. Miriam Butt weiß es, wir in Stuttgart hatten zum ersten Mal Zugriff auf den Korpus der Stuttgarter Zeitung. Das waren sowas wie 1,5 GB an Text, den du zu Fuß noch durchzählen konntest im Prinzip. Und jetzt explodiert alles. Das heißt, es ist eigentlich nicht wirklich absehbar, wie sich die Technologie entwickelt. Das, was wir, glaube ich, politisch sehen oder auch in der Förderlandschaft ist, die Technik ist jetzt da, wie bringen wir sie quasi in die Verticals? Ja? Wie habe ich einen KI-Professor, der Maschinenbau macht, einen KI-Professor, der Biologie macht und so weiter und so fort. Wir müssen es jetzt anwenden, dass wir noch weiter Grundlagenforschung machen, kann man machen, wird aber China, Amerika viel schneller sein als wir. Wir als Deutschland müssen es jetzt auf die Straße bringen. Also ich glaube, wir brauchen einfach eine ganz andere Diskussionskultur, auch nach Corona und so weiter. Wir müssen uns wieder mehr darum kümmern, dass die Leute miteinander reden, statt Recht haben zu wollen. Ich bin nicht sicher, dass wir zwingend das alles nur mit Technologie hinkriegen. Ja? Das wäre jetzt wahnsinnig die rosa Brille am Start. Aber ich glaube schon, dass wir viel Reibung rausbringen können. Das sehen wir eben in Kliniken. Ja? Wie sind da die Abläufpläne? Wie ist die Hackordnung zwischen Oberärzten und Schwestern und so weiter? Da kannst du viel Energie, negative, emotionale Energie rausnehmen, indem du die ganze Bürokratie, Dokumentation, Abrechnung automatisierst. Das tut den Menschen nicht weh, das tut den Patienten nicht weh, sondern das führt dazu, dass die Leute die Lust haben, mit Menschen zu arbeiten, die Zeit haben, mit Menschen zu arbeiten. Vielen Dank. Ich denke, mehr als die 3 Fragen können wir uns nicht leisten. Und wir bedanken uns jetzt bei Ihnen mit einem ganz kleinen Präsent.